und herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel in der vierten Liga gegen Holstein Kiel. Wir spielen. Mal schauen, was wir gegen die reißen können. Ja, ich habe... Jetzt weiß ich... Ich merke mir immer den... Die müsste ich mir eigentlich aufschreiben. Ich merke mir immer den Namen nicht. Da hat mir jemand dankenshalber gesagt, der hält den Ball nicht, weil er zu wenig Kontrolle hat, eventuell, ne? Könnte natürlich auch sein, aber anscheinend nicht, sondern weil der einen Gewaltschuss drauf macht. Das habe ich natürlich nicht bedacht, ne? Wenn ich es recht bedenke. Und das kann durchaus möglich sein. Also es ist, ich denke, das ist so. Pass in den freien Raum. Nee. Achso, wir müssen ja in den freien Raum. Wartet, ja, ja, ja. Dann hier hin. Okay. Ja, aber... Ah, jetzt steht der natürlich echt doof. Und wir haben hier die Lücke. Und Daube ist jetzt nicht die Granate beim Controllen. Ja, okay. Aber gegen Kagan macht er sich ganz gut. Wie sieht's aus gegen Rutsch? Ja, habe ich mir schon gedacht. Aber eventuell, ja, entweder, wie viel machst du? Ja, da geht ja gar nichts. Puh, da geht ja auch nichts. Ich würde beinahe sogar mal behaupten, wir holen den erstmal wieder hier hin. Und Quiring eventuell ist unser Mann fürs Grobe. Ja, warum nicht? Tja, Quiring, jetzt hast du eine gelbe Karte. Danke. So, wir hauen jetzt alles nach hinten. Hier. Können sogar noch Quiring hier hin. Ja, natürlich geht er hier hin, ist mir klar. Ja, was ist denn Thiel? Jetzt haben wir hier die totale Abwehrmauer hier. Ne? Wer ist denn hier überhaupt? Thiel. Okay. So, Thiel auf Köhle ist super. Ich glaube, Köhle kann den Ball eher halten. Vor allen Dingen haben wir jetzt hier die totale Abwehrmauer. Oh, der... Wie bitte? Oh, der hat gute Control-Werte. Sehr schön, sehr schön. Wer ist das? Trimmel. Ah, Trimmel. Sehr schön. Weil mein... komm. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, dann geh du mal hier hin und probier nochmal dein Glück. Jetzt hat ihn Köhler. Sehr schön. Was machen sie jetzt? Wer kommt da angerannt? Wow. Aber Köhler hält ihn. Und damit wäre das die Möglichkeit für Brandy. Oder Bobby geht hier. Aber wenn Bobby Verteidigung 30, 38, 29. So hier so rein. Und noch in den freien Raum. Nee, doch nicht. Hm, und hier? Ah. Hm, nee, dann doch hier lieber in den freien Raum. Dann lieber Wood. Der läuft hier rein. Ja, das ist ja viel besser. Und jetzt ist eben die Frage, ob wir auch einen Gewalt... Ne, wir machen hier Präzisionsschuss. Bei einem Gewaltschuss müsste ja dann eigentlich bei uns auch abrollen. Ne? Müsste vielleicht doch öfter mal dann doch einen Gewaltschuss hinlegen. Ja, was macht jetzt... Achso. So, Daubenuss. Hält ihn natürlich nicht, ganz klar. Allerdings haben wir doch... Ja, Deal wird wieder nichts können. Nee, dann Dauber. Pressed. Max. Nimmt. Ja, jetzt muss er ihn noch halten. Ja. Nicht zu... Na. Ja. Oh! Oh! Oh, Deal. Bin beeindruckt.
bin echt beeindruckt. Wenn wir mal rüber zu Brandy ist eigentlich... Oder wir... Können wir da durchschießen? Komm. Wie wär's? Gut. Seht ihr, und jetzt könnten wir einen Gewaltschuss. Allerdings hätte der dann größere Chancen, den zu nehmen. Ne, wir machen einen Präzisionsschuss. Wir machen einen Präzisionsschuss. Sehr schön. 0 zu 2. Sehr schön. Sehr schön. Wut. Ich bin begeistert. So, okay. Aha. Ist in Ordnung. Ja, schon, aber du darfst... Ja, das Problem ist einfach jetzt nur, dass der jetzt hier ist und noch... Oh Gott. Queering in den freien Raum. Queering, du musst aufpassen, du hast eine gelbe Karte. Ach so. Gut. Ja, dann sieht's ja ganz gut. Wir waren gut. Waren wir echt so gut? So gut waren wir doch auch nicht. Aber im Ballbesitz waren wir super. Oh, schaut euch die Mittelspiele an. Ja, wir könnten jetzt wirklich mal... Mir wurde gesagt, dass meine Spiele langsam alt wären. Oh, tatsächlich. Köhler ist schon 35. Ich meine, als Amateur ist es ja kein Problem, aber... Wann scheiden die denn aus? Wow. Dann müssen wir mal so einen Jungspund reinnehmen, nämlich Quint. Oh, und an die Stelle von Köhler. Eieiei. Kann ja nur nach hinten losgehen. Sowas kann ja nur nach hinten losgehen. So, starten wir die zweite Halbzeit. Ja, die brauchen ein bisschen Spielerfahrung. Ja, man kann ja, ich kann ja gar keine Spiele kaufen jetzt. Achso, halt. Sag mal, wie ist denn das eigentlich? Oh, 43, wir müssen schon von... Wut, du bist schon derjenige, welcher hier für Bewegung hier sorgt. Nee. Präzision. Sehr schön. Supi. Ja, schön, wenn wir kein Gegentor bekommen, denn dann würden wir einiges an Erfahrungspunkten bekommen, aber wird hier ist auch noch so richtig gut drauf. Jetzt nicht mehr, ne? Okay. Schön. Bogatetz hat ihn. Und hat ihn mal richtig geschossen. Wie sieht's denn hier aus? Ah, ich weiß nicht, ob ich gelupft mache. Ja. Oh! Begeisterung macht sich breit. ja. Alle Fälle. Brandy. Komm, schau mal, was du in Control gelernt hast. No? Zeig's uns, was du im Controlling gelernt hast. Und? Sehr schön. Sehr schön. Dann hat sich ja zumindest ein bisschen ausgezahlt. Und jetzt kannst du eigentlich frohen Herzens hier reinmarschieren. Und jetzt ist deine Chance. Ja, Kanonenschuss, das ist die Frage. Nee, mach lieber einen ganz normalen... Du könntest natürlich auch einen Gewaltschuss. Nee, mach einen Präzision. Ah, oh, ich hätte Gewaltschuss machen sollen. Ich hätte Gewaltschuss. Ich hätte einfach nur immer zu sehen, ob der ihn dann ins Aus bringt. War gut, ne? War so schön hier. Wenn ich jetzt Quering nochmal ranstrammen lasse... weiß nicht. Uah. Uah. Trimmel, gehen wir zurück. Aha. Und jetzt? Aha. Verstehe ich. Sehr schön. Sehr schön, Haas hat ihn gerettet. Ja, er ist ein bisschen weit jetzt hier.
Nee, dann mal lieber auf. Ja, doch. Ah, doch. Ja, okay. Obwohl du ihn immer nicht hältst. Ne? Ah, doch. Perfekt. Control 35. Okay. Aha. Aha. Ja, Brande steht ja hier jetzt hier super günstig. Ne? Ach komm, das probieren wir. Probieren wir mal über Brandy. Da soll er mal einen Gewaltschuss drauf feuern. Mal schauen, was so ein Gewaltschuss ab. Ist ja beinahe besser. Nee, diesmal macht er wirklich mal einen Gewaltschuss. Ich will jetzt einfach mal sehen, was da passiert. Sehr schön. Traumhaft. Traumhaft, Brandy. Bin begeistert. Bin mehr als begeistert. Quint läuft zwar ein bisschen da drüben rum, ne? Passiert nicht viel über Quint, ne? Oh, ich hab beinahe jetzt hier die Gefahr nicht gesehen. So, Bunkek macht wieder... Machen wir wieder dasselbe. Huh? Sieht gut aus. Hm. Der hat sogar mehr in Control, ne? Dann doch Daube. Die ist gar nicht, Daube ist gar nicht so eine Daubennuss hier. Der macht seine Sache sogar recht gut. Wie alt ist denn eigentlich Daube? Ist der vielleicht noch ein bisschen für uns von Nutzen? Ja, jetzt... Ja, naja. Dann probier dein Glück. So, wollen wir nochmal schauen? Aha. 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 Komm, wir machen nochmal Gewaltschuss. Ha. Huh, warum nicht? War gut. War schön. Außer ein bisschen die Zweikämpfe, ne? War mal schlecht. Außer in den Zweikämpfen. Ansonsten war das echt ein schönes Spiel. Wut, ja, wer sonst? Ja, Dauber wirklich. Also ich bin begeistert. Ja, Brandy, ganz klar. Das waren. Die habe ich am meisten genannt, ne? Ja, genau. Darauf habe ich gewartet. Sehr schön. Ja, denn wir hatten eigentlich Burg. Oh, verloren. 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 Aber. Könnt ihr vorstellen, wenn wir aufsteigen, was das für ein Debakel wird mit einer überalterten Mannschaft. Ja, aber auf der anderen Seite bekommen wir einiges an, ne? Mit einer überalterten Mannschaft. Danke. Wir spielen gegen Rot-Weiß Erfurt war doch immer unser Angstgegner, ne? Oh, schaut mal hin. Deswegen, ne? Wir gehen einfach über die linke Seite wieder. Also wieder über Wut. Was machen wir denn? Vier. Wir könnten natürlich... Nee. Machen wir drei. Machen wir eine Dreierreihe. Nehmen Quarner für... Ja, Daube ist super. Nehmen wir Quarner für Thiel. Im Grunde ist ja egal. Was sind eigentlich... Oh, Daube ist auch schon. 29. Sind total überaltert. Ne? Ja, was soll's. Okay, Daube in die Mitte. Was ist denn eigentlich mit Fürstner? Oh, 6 Tage. Wie alt ist denn eigentlich Fürstner? Unser Star 31. Wow. Wow, wow, wow. Das wird übel, ne? Wenn die alle hier rausfallen. Ja, sieht gut aus. So lassen wir's. Köhler hier, Quering hier. Dann ist es perfekt. Und was? Wartet mal, 54. Train, nee, ausbauten.
Ja, dann müssten wir beinahe mal... Ah, fehlt uns einer. Danke. Dann müssten wir beinahe mal in den Hauptassistenten investieren. Obwohl ich super gerne ins Mittelfeld investieren würde. Aber eins würde ich dann doch... Nee, beim nächsten Mal müssen wir in den Hauptassistenten. Das nützt nichts. Schau mal hin, die Stadiongröße ist 100.000. Da kommen wir noch nicht mal im Entferntesten ran. Vielleicht müssen wir doch mal schauen, dass wir bei den Sponsoren... Ja gut, jetzt kommen wir in die dritte Liga. Da verlieren wir ja wieder alle Spiele. Bah. Da verlieren wir ja alle Spiele. Das ist ja, wie es ist, ne? Na gut, spielen wir erstmal. Wir spielen daheim. Na dann, auf geht's. Auf geht's. Super Anstoß. So, Dauber. Auf Wood. Auf wen sonst? Wood geht. Eins nach vor. Eins nach vor. Eins nach vorn. Und. Gewaltschuss. Ja, seht ihr? Naja. Vielleicht hätte ich... Nee, ich mach doch Präzision. Der kann den zwar nicht halten, aber ins Aus geht er trotzdem nicht. Warte mal, du stehst hier gerade so günstig. Ach so, nee. Nö, dann nicht. Mhm. Ja, toller Pass von Klewitz auf die Plage. Das wird wahrscheinlich die Plage werden, ja, obwohl, geht auch nicht. Ah, jetzt stehen sie schon wieder so blöd. Quirin ist, glaube ich, gut. Quirin, wenn du jetzt hingehst und gleich, dann reicht's nicht. Also muss Dauber erst pressen und du musst hin, aber dann verlierst du trotzdem wieder. Selbst wenn du ihn bekommst. Also bringt's eigentlich gar nichts. Ja. Ja, außer dass Quirin jetzt hier steht. Ach, kommt. Durch zwei. Bitteschön, Kessel. Wie alt ist denn eigentlich Kessel? Das frag ich mich. Köhler. Komm. Hau ihn raus. Und jetzt hältst du den mal unter Kontrolle. Und dann... Was kommt denn da? Die Plage wieder, ne? Nee, hol's mal. Oh, wow, Holzmann, was bist denn du für eine... Ah, das wird jetzt der Kampf der Kämpfe. Juhu. Wir haben ihn... Köhler hat ihn für sich entschieden, der alte Mann. Oh ja, gerne. So, jetzt. Genau. Gewaltschuss. Wer braucht schon Gewaltschuss, wenn wir einen präzisen Wut haben? Wer braucht da schon den Gewaltschuss? Sehr schön. Aha. Wow. Das ist super. Super gespielt. Bunkek, du bist echt Traum. Das war ein Traum. Ja. Kannst du auch nochmal hier vor? Zum Beispiel hier in den Fragen. Nee, kannst du nicht. Und hier ist genau dasselbe. Und was machst du hier? Na das. Wood ist eigentlich auch in Controlling nicht so schlecht. Ah, der hat aber dieses zweimal abnehmerische. Diese Grätschen. Nein, 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 so nicht. Aber so. Ja, danke. Aber, Kessel, kannst du den gleich wieder nehmen? Nett. Du hättest auch hier vorne bleiben können, mein Freund. In den freien Raum. Ah, das ist... Und hier? Ah, das ist... Und hier? Ah. Dauber. Ach komm. Probier. Klewitz kommt. Und die sind einfach... Wie viel hat denn der jetzt schon wieder?
Schaut mal hin, der ist doch schon wieder hier ausgepowert, aber das interessiert die alle nicht, ne? Also im Zweikampf sind wir schlecht, ne? Aber wir haben Gott sei Dank haben wir in Verteidigung investiert. Ich sag's mal, juhu. Oh ja. Oh ja. So, Quana, das ist deine Chance. Ich würde sogar, ja, ich würde sogar sagen, ein Präzisionsschuss. Ja, ja, es war die Mühe wert. Es war die Mühe, ja, wir sind in Zweikämpfen, sind wir echt schlecht, ich gebe es zu. Köhler, wollen wir den nochmal für Quint? Aber gerade jetzt bei einem Dreier-Team. Aber Quint braucht Spielerfahrung. Wir warten mal noch eine Minute, wenn ich dran denke. Ja, der brauchte gar nicht so zu schauen. Das ist nur ein Tor. Ja, es ist ein bisschen unser Angstgegner hier, ne? Muss man natürlich dazu sehen. Rot-Weiß Erfurt. Ist immer gefährlich. Ne? So, Kessel. Okay. So, hier rüber. Du gehst eins vor und dann feuerst du ihn rein. Richtig. Sehr schön. Mit so einem Polster macht das alles natürlich wieder... das ist... Adrenalin geht wieder ein bisschen nach unten bis zum nächsten Tor vom Gegner. Wie wahrscheinlich beim echten Fußball. Ne? Toll gemacht, Bogatetz. Und vor allen Dingen toll auf Kessel gespielt. Das ist wirklich so freier Raum. Probieren wir nochmal das Glück. Ah, zweimal Glück haben wir doch nicht, oder? Doch. Ich hätte es nicht gedacht. Dann machen wir nochmal dasselbe. Können wir sogar gleich in den freien Raum. Dann geht gleich noch eins vor und schieß ihn so ganz spitz rüber. Danke. Ah, jetzt macht Wood nochmal, na, in der alternde Mann, macht jetzt nochmal seine Tore. Sehr schön. Und die Verteidigung, die steht. Ne? Die steht wie eine 1. Finde ich gut. So, dann mal hier auf Dauber. Ganz gleich sogar in den freien Raum. Finde ich schön. Probier den mal zu halten. Aber ich glaube, die haben gute... Wer kommt denn angerannt? Ach, Klebe zu. Oh. Und? Ja. Die müssten viel schneller ausgepowert werden. Köhler, probier mal dein Glück. Danke. Aber hältst du ihn auch? Ich meine, der ist auch jetzt total ausgepowert. Kriegt er den wieder zurück? Ja, natürlich. Oh Mann. Das hasse ich. Wenn die so sehr gut. Köhler ist auch. Das ist okay. Hier würde ich es verstehen. Oh. Ja. Ecken können gefährlich sein. Ja, den Bukadetz. Dein Mann. Tremmel. Dein Mann. Ach komm, mach mal Kessel hin. Nett. Das ist zum Verrücktwerden, dass die das immer gleich schaffen hier rein. Warum? Wir müssen den trotzdem wieder vom Controlling auf Verteidigung. Obwohl, das wird auch ein alter Mann sein. Wir müssten mal den zweiten... Warte mal. Jetzt noch nicht. Doch, wir wechseln mal aus. Jetzt können wir ja mal... Wir nehmen mal Busk rein. Egal. Also Haas. Nach dem Tor kann ich dich nicht mehr drin lassen. So, und dann... Quint... Köhler und weiter geht's. Ah, ich habe gedacht, wir könnten zu Null spielen, aber es war uns nicht vergönnt.
Ja, immer geht's nicht. Ne? Sehr schön. Sehr schön. Ach, cool, ist es. Das ist gleich ausgewechselt, mein Freund. Vor allen Dingen, wenn man so den Ball verliert. Dann wird man ausgeaucht. Du kannst es nochmal. Komm, probier. Danke. Aber, ne, er hat es eigentlich schon wieder. Ah, nee. Wenn man es recht bedenkt, hat er es schon wieder ausgeglichen. Ach, die Plage. Die Plage kann, glaube ich, auch grätschen. Ach nee, da kommt wieder Klewitz, natürlich. Ja, klar. Ja, klar. Der kann kaum noch heichen. Der ist total von der Socke, aber das interessiert ja niemanden hier. Kessel. Schön. Achso. Naja. Dann war es nichts mehr mit auswechseln. Ja, Wut natürlich. Köhler, ja. Kessel! Echt? Unser Kesselflicker. Naja, was soll's, ne? 5000, okay. Wie haben die Wacker gespielt? Sie, ach da. Schon wieder verloren? Wow. Echt? Und wie hat Lok gespielt? Ah, die haben gewonnen. Dann könnte es ja sogar noch sein, ich weiß jetzt nicht, wie viele Spieltage es noch sind, dass das Wacker ist. Nachdem die gegen uns verloren haben, die nicht gegen, doch, na, geht's mit denen bergab, muss man echt sagen. So, gegen Regensburg das nächste Mal, ne? Sehr schön, wir können Fürstner wieder mit in die Mannschaft holen. Zwei! Und hier, na, dann wisst ihr ja, was wir machen. Wo ist denn da der große... Aha, hier. Wieder links. Also wieder über Wood geht alles. Und... Fürstner, der alte Mann, kommt rein. Für... Ja, ist jetzt natürlich doof, ne? Für Schmitz. Eigentlich müsste Schmitz ja mitspielen. So, wir werden mal gleich Quint von Anfang an spielen müssen. Und Thiel kommt außerdem... Nee. Thiel kommt nicht mit. Thiel lassen wir hier. Genau. So, wen haben wir jetzt in der Mitte? Haben wir der Daube, Quiring und diesmal haben wir Quint gleich drin. Okay. Sieht gut aus. Wie sieht's aus? Achso, ich wollte ja... Haas mal... Ach, ich hab Haas schon in die Verteidigung wieder. Wann habe ich denn das gemacht? Wann habe ich denn den aus dem Control rausgenommen? Okay. Dann ist ja alles gut. Die sind alle in der Verteidigung. Aha. Ist es denn auch so gut? Eigentlich schon. Obwohl ein bisschen Controllen... Wenn man so die auf 35 Controllingen machen würde, wäre auch nicht das Schlechteste, ne? Ja, Kessel lassen wir mal in der Verteidigung. Obwohl der auch ein bisschen Control... Aber ich möchte den eigentlich lieber in der Verteidigung hier haben. Und ich würde auf alle Fälle mal Trimmel trotzdem wieder ein bisschen controllen lassen. Dann haben wir Quint, Pass, Control, Pass. Der muss unbedingt controllen. Bis 25 wäre schön. Bis 40, ne? Bis 40 Pass hier. Das wäre super. Obwohl Dauber kann richtig schön, ne? So, dann die anderen sind in der Genauigkeit außer Brandy. Ja, aber Brandy, du müsstest auch eine Genauigkeit. 32.
35 wäre natürlich auch schön, wenn du hättest so wie... Ja gut, probieren wir es. Dass wir den da hinbekommen. Ja, dann machen wir jetzt trotzdem mal unseren Busk auf Verteidigung weiter. Jetzt nix. So, und den müssen wir vor allen Dingen mal irgendwann mal spielen lassen, ne? Der sitzt ja nur auf der Bank. So, die zwei in Verteidigung auf alle Fälle. Und, ja, Köhler, Kontroll, die kontrollieren alle. Ja, bis 25 würde ich die gern kontrollen lassen. Und hier vielleicht bis 15 oder auf, irgendwie auf 40 rauf, den Thiel. Wie alt bist denn du eigentlich, Thiel? Also du bist auch schon 31. Wow, ich habe nur solche alten Säcke. Oh Gott, das ist ja die Altherrenmannschaft schon. Okay. Und da unten, ja, das lassen wir, wie es ist, die zweite Mannschaft. Die Verteidigung, genau. Was? Control? Parensen, echt? Parensen? Achso, das ist auch so ein alter Hase. Der hat Zucker, hä? Warum habe ich denn den eigentlich... Na gut, weil ich... die hier ein bisschen spielen lassen wollte, aber ich gebe ja denen nie eine Chance, ne? Das ist das Problem hier. Was ist mit dir, Parensen? Du, ja, Control, wäre schön. Hast du das? Ja. Verteidigung, Pass, Genauigkeit, Right. So, jetzt können wir außerdem noch ausbauen. Ja, und wir werden mal den Hauptassistenten einmal ausbauen. So, ist in Ordnung. Schön ist nicht, aber was soll ich sagen? Wie sieht's denn eigentlich aus so mit Verträgen? Momentan nichts, ne? Ich glaube, momentan sind gar keine Verträge. Haha. Quarner hat einen Wert von 148.000. Wie viel hat denn eigentlich dann zum Beispiel unser Spitzenspieler Wut? Nur so als Gag. 355.000. Aha. Boah, was wir zwei ja immerhin. Der ist 4 Jahre im Club. Wie viele Tore hat er denn gemacht? 100, was? 143 Tore hat er schon geschossen. Wow. Und aber nur 2 Torvorlagen gegeben. Ist ein Egoist. Ein kleiner Egoist, ne? So. Ciao, ciao für heute.